Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und ich habe heute die Ehre, euch wieder eine richtig heftige Mod präsentieren zu dürfen. Denn es hat ein Modder die Enhanced Terrain Mod rausgebracht. Und ja, was die macht, zeige ich euch einfach mal. Also man kann jetzt das Terrain viel, viel besser bearbeiten und viel, viel steiler machen. Man kann endlich Klippen bauen. Das finde ich so unfassbar gut. Also momentan kommen ja so krasse Mods raus. Nach den größeren Inseln jetzt direkt diese. Das ist mega nice. Und der Modder hat nicht nur eingefügt, dass man das hier besser bearbeiten kann und steiler machen kann, sondern er hat auch hier diese ganzen, ja, wie heißen die denn? Diese ganzen Tools, Terrain-Tools, überarbeitet. Man kann jetzt hier den Radius viel besser regeln. Ihr seht jetzt, man kann das mega klein machen. Dann kann man viel feinere Arbeiten endlich machen. Man kann natürlich auch die Intensität hier regeln, sodass man mega gute Möglichkeiten, das alles einzustellen. Und man kann es natürlich auch riesig machen. Also ich finde das so unfassbar gut, weil die Terrain-Tools haben mich vorher echt genervt. Und das Beste ist natürlich, dass man jetzt endlich Klippen erstellen kann. Das feiere ich richtig. Und man kann sogar hier das Ganze besser regeln jetzt, Intensität und Radius. Das heißt, man kann hier auch ein bisschen feiner arbeiten. Ja, jetzt kommt sogar fast gar nichts. Da müsste man da mal ein bisschen rumprobieren. Aber das ist echt eine Sache, die habe ich mir schon ewig gewünscht. Und endlich hat sich mal ein Modder daran getraut. Finde ich richtig, richtig gut. Ich glaube, das nächste Parkbauprojekt rückt auf jeden Fall näher. Aber selbst hier kann man das kleiner regeln. Mit dem Wasser. Guckt euch mal an, wie unfassbar gut das funktioniert. Das ist echt nice. Jetzt kann man so richtig feine Arbeit machen. Wenn man nur so ein kleines Stück Wasser mehr will, kann man das endlich tun. Natürlich kann man auch genau das Gegenteil tun und direkt ein riesiges Gewässer erschaffen. Also diese Mod funktioniert wirklich einwandfrei. Die ist richtig nice. Schaut euch das einfach mal an, was man jetzt für Möglichkeiten hat. Oh, okay. Wenn man das Gebäude platziert, wird das trotzdem hier noch so ein bisschen verändert, das Terrain. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist natürlich ein bisschen schade, ne? Wäre noch schön, wenn diese Gebäude halt keine Kollision haben. Ich könnte mir auch vorstellen, wir testen das mal kurz. Vielleicht kann ja nochmal ein Modder, der sich auskennt, wo wir gerade dabei sind, eine No-Collision-Mod machen, dass man auch mal, ja, Gebäude und sonst was für Sachen überall platzieren kann. Zum Beispiel gerade so Felsen. Dass man wirklich auch die Möglichkeit hat, da wo es rot ist, hier jetzt einfach einen Felsen zu platzieren. Das wäre noch eine sehr coole Mod. Ansonsten wird mir noch einfallen, eine Wasserfälle-Mod natürlich. Einfach mal ein paar Wünsche aussprechen, in der Hoffnung, dass sie irgendwann wahr werden. Ja, wir testen das mal mit dem Gebäude eben, würde ich sagen. Let's go. Den Steiler hier machen. Hier sollte eigentlich schon jetzt ein kleines Gebäude drauf passen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das jetzt nicht funktioniert. Machen wir es noch ein bisschen größer, die Fläche. Und jetzt mal draufpacken. Nee, das geht nicht. Obwohl eigentlich genug Platz da ist. Okay, schade. Also das wäre noch cool, wenn das gefixt wird, dass man dann auch hier trotzdem ein Gebäude platzieren kann. Das wäre richtig nice. Weil das behindert das Ganze natürlich noch ein bisschen. Aber mit Wegen und Zäunen und so hat man ja gar keine Probleme. Das heißt, mit Wegen kann man hier direkt an den Rand heran. Und das ist einfach richtig nice. Dann könnte man hier zum Beispiel einen Weg machen. Einen Zaun davor, damit die Leute nicht runterfallen. Man dann sogar diesen gemodelten Zaun oder sowas nehmen, der ein bisschen kleiner ist. Sieht das noch cooler aus. Und dann könnte man rein theoretisch da unten direkt ein Gehege machen. Oder sogar ein Gewässer. Das probieren wir jetzt mal aus. Ihr seht schon, die Möglichkeiten sind echt enorm. Oha, okay. Und der Weg. Wie das aussieht. Richtig nice. Wir können auch nochmal ein bisschen kleiner machen hier. Hoffen mal, dass wir das jetzt fixen können, ohne dass das Wasser komplett verschwindet. Das wäre cool. Ah, komm. Also man kann hier dann wirklich so ein Tal gestalten. Die Möglichkeiten durch diese neue Mod sind echt insane. Und das Gute ist, der Modder hat auch noch in die Beschreibung geschrieben, wie man diese Mod kompatibel mit anderen Mods installiert. Weil es ist bei der Mod so, dass sie eine Datei überschreibt, die viele andere Mods auch überschreiben.
Und der Modder hat aber einen Weg für uns reingeschrieben, wie man das Ganze umgehen kann. Finde ich mega nice. Oh, nächste Idee für eine Mod. Eine Rückgängig-Funktion, das wäre auch nicht schlecht. Aber naja, Leute, ich werde mich jetzt noch ein bisschen austoben mit der Mod und ein bisschen ausprobieren. Falls ihr die selber auch mal ausprobieren wollt, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr den Link dazu. Und falls euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.